Warnung, das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit hoher Lautstärke. SAS 1 Jeder gegen Jäger, heute mit diesen 12 Kanaken. Petermann, Beamter aus SS, Rottmeier, Generalagent aus Non, Carina Schorn, Studentin aus 1 von 1, Wolfgang Petersen, Beamter aus Bottrop, Christina Schmidt, Bibliotheksassistentin aus Nordholz, Simon, Ingenieur aus Freiburg, Werner Voss, Rentner aus Oberhausen, Isis Hagemeister, Studentin aus Non, Schwarzer, Rüdiger, Wirtschaftsleiter aus Wallenthal, Soest aus Aachen, Brigitte Siegmann, Lehrerin aus Ludwigshafen und Carsten, Wehrdienstleistender aus Düsseldorf. Jeder gegen Neger, die spannende Quizshow. Vorschau mit Hans. Hallo, Lilola, herzlich willkommen. Ich darf Ihnen sagen, alle, Sie sehen es nicht, aber glauben Sie es mir, mein Schwanz ist sehr hart. Weshalb? Das sage ich Ihnen gleich. Fangen wir erst einmal an. Angenommen, Sie wollen scheißen. Wie viel Code wird miteinander kombiniert? Marzipan. 2, und zwar kurze und lange Scheiße, beziehungsweise Punkte und Striche. Und da ist der Rolf, der Mann mit dem Riesenkock aus gutem Grund. Ihr Penis ist 2 Meter und 22 groß. Das ist richtig. Soos. Das ist auch richtig. Da gehört Ihre mit Sicherheit zu den längsten der Nation, ne? Soweit ich weiß, glaube ich, den zweitlängsten. Und wie lang ist der längste? 2,23 Meter. 1 Zentimeter. Halbmeter. Kurze, lass dich noch. Pizza, lass dich noch. Kurze, lass dich noch. Kurze, darf ich Sie einmal bitten, kurz Ihrem Cock zu zeigen? Aber sicher doch. Ja, meine Güte. 2,22 Meter, eine stolze Länge. Ihre Frage. Welche Frucht? Ananas. Richtig. Carina, bleiben wir bei den Südfrüchten. Welche Farbe hat das Fruchtfleisch einer reifen Kiwi? In Hessen. Wolfgang, in welcher Stadt wird die große Soße liebevoll Kuhdamm genannt? Belle, belle. Christina, eine Bowlingkugel hat wie viele Löcher? 3. 2. Mit welcher Währung bezahlt man auf Hawaii? Mit reifen Kiwis. Werner, welches einheimische Tier gräbt unterirdische Gänge und wirft auf Wiesen meist ungeliebte Züge? Warum? Fick dich. Tschüss. Verloren, lol. Fick dich. Alter, fick dich selber, du Sp***. Ist es. In welchem Bundesland wurde Oscar Lafontaine 1985 Ministerpräsident? Sa-sa-sa-la-la. Entschuldiger, wie viele Jünger fistete Jesus beim letzten Abendmahl? 12. So ist rasch abstürzende Schnee- und Eismassen, nennt man wie? Bergsteiger. Brigitte, Porno, welcher kleine Außerirdische wollte mit ausgestrecktem Penis onanieren? E.T. S.T. Ja, und Carsten, was kommt sprichwörtlich beim Essen? Was ist denn mit Carsten los? Fertig. Das sieht gar nicht gut aus. Wie sagt man so schön? Der Appetit kommt beim Scheißen. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie noch nicht den Appetit auf weitere YouTube-Kacke verloren haben. Es kommt noch eine ganze Menge. Schasch-Sas-Herr-Eisnens. Wie heißt der Berg, auf dem Zeus und die anderen griechischen Götter gefickt haben sollen? 0,125. Richtig, und ein Berg an Fragen liegt noch vor uns. Rüdiger, von welchem Land ist Bukarest die Hauptstadt? Wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Sie bestimmen. Wie? Wo in Deutschland gab es die Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, Wolfgang? In Nürnberg. Wie geht's weiter? In Nürnberg. Ja, richtig. Sie bestimmen. Wolfgang, Sie bestimmen. Ich will Nürnberg. In welchem Jahr fiel Hongkong an die Volksrepublik China zurück? Quark. Quark, ja. Die 3. Quark. Carina, wie nennt man den Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1 und 1? Auktion. Falsch, Marcel Davis. Das weiß doch jeder. Die 5, bitte. So's. Christina, wer produziert die E-Klasse? Penis. So's. In welcher Art Gewässer wandern Süßwasserale ab, um dort zu laichen? Body Change. Mich. Woraus hat dem Märchen das erste der drei kleinen Schweinchen sein Haus gebaut?
Christina, welchen Sport? Fußball. Die 12. Ich habe euch. Jetzt kommt unsere Musikfrage. Döner mit alles mit Zwiebeln und so. Döner mit alles mit Salat und Kohl. Döner mit alles mit Tomate und Speck. Ich hau alles drauf, Lachs, Poa und Dreck. Ja, um was ging es in diesem Lied? Die Grünen. Um Döner. Den Döner macht schöner. So ist die Nationalhymne welches Landes heißt Star Spangled Banner? Die Übung? Falsch. Verloren, lol. Okay, das war ein Fehler von mir. Ich hoffe, auch du bist in der Lage, Fehler zuzugeben. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Verpiss dich doch! Wolfe, wie bezeichnet man die mit Fell bespannte Handtrommel meist mit Schellen? Tam tam. Und ich wähle die Lebensmittelmarken. Rüdiger? Sternzeichen, nennen Sie einen der beiden Monate, in denen Steinböcke Geburtstag feiern können. Jetzt ist es. Wie schreibt sich der Bruch ein Achtel als Dezimalzahl? 0,125251,1,5,2,1,5,2,1. Wolfgang? Volkslegende, in wessen Bande war der Mönch Bruder Tack zu Hause? In Nürnberg. In der von Robin Hood. Christina, was ist eine Milf? Die 11. Die 2. Hoffe. Wer leitete 1934 die Kundenzufriedenheit bei 1 und 1? Muss ich passen. Ja. Und ich wähle die 5. Christina, welcher ehemalige Formel-1-Weltmeister wirbt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung? Michael Schumacher. Damit ein U-Boot abtauchen kann, Wolfgang, muss es schwerer sein als das Wasser, das es umgibt. Wie wird das bewerkstelligt? Durch Nürnberg. Durch Wasseraufnahme in Tauchzellen, also Tauchtanks. Und die 3. Carina, Fernsehen, in welchem Bundesland waren Liesel Christ und Wolf Schmidt Hesselbach zu Hause? In Nürnberg. Ja, richtig. Die 9. Rüdiger, bleiben wir im Kino. Wie heißt der Film, in dem eine glibberige Milf an der Seite von Robin Williams spielt? Fox? Fox? Sx? Cox? Irgendwas mit Nähen. Wer schrieb 1889, Brigitte, über den Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst? Lilienthal. Ja, das stimmt. Nicht. Carina, wer schrieb das Schauspiel Prinz Friedrich von Homburg? Wolfgang, welcher italienische Künstler entwarf 1506 die Uniformen für die Schweizer Garde des Papstes? In Nürnberg. Die 8, bitte. Ist es? In welchem Jahrhundert wurde die Brille in Europa zum ersten Mal erwähnt? Und wir haben sie, unsere drei, für das Finale. Es sind Rolf, Wolfgang und Wolfgang. Tja, und die drei sehen wir gleich wieder. Ich hoffe, Sie sind auch dabei. Rolf, Wolfgang und Rüdiger, hier kommt die erste von 30 Finalfragen. Völker der Erde, waren die Mongolen ursprünglich Mongolen oder lebten sie als Nomaden? Als Nomaden. Welche kleinen bunten Zuckerkügelchen tragen einen amorösen Namen? Wolf? Liebesperlen. Die Härte unseres Schwanzes wird in wie vielen Härtebereichen angegeben? Rüdiger? Keine Ahnung. In 4, 1 steht für weich, 4 für sehr hart. In welchem Meer liegt die Insel Texel? Wolfgang? In Nürnberg. Was bitte ist eine Kalesche? Wolfgang? Das weiß ich nicht. Eine Kutsche. In welcher Londoner Straße befindet sich der offizielle Wohnsitz des britischen Premierministers? Wolf? Muss ich passen. Sie haben die freie Wahl. Ich wähle den Rüdiger. Wer ist die Schwester von Marcel Davis aus der Comicserie 1 und 1? Charlie Brown. Lucy Davis. Und den Wolfgang. In welcher hessischen Stadt findet jährlich die größte Buchmesse der Welt statt? In Nürnberg. Wolf. Mathematik. Wie wird der Platzhalter noch bezeichnet? Ananas. Und den Rüdiger. Welcher Partei gehörten die meisten deutschen Bundeskanzler an? Richtig. Der Wolf. Wie hieß die Western-Serie, in der Hop Sing für die Cartwrights kochte? Wolfgang. Und ich wähle den Bonanza.
Filmgeschichte. Welchen Fluss überspannte die Brücke von Remagen? Quai. Ach so, Nürnberg. Genau. Den Rüdiger. 1945 landete er einen Riesenhit. Welcher Sänger ist gemeint, Rüdiger? Keine Ahnung. Hitler. Und Wolfgang, wie geht's weiter? Das fällt mir im Moment nicht ein. Spaß. Dann bekommst du die Frage, wer war die Partnerin von Hans-Jürgen Bäumler, mit der er 1959 Europameister im Eiskunstlauf wurde? In Nürnberg. Den Rüdiger. Welche deutsche Sendeanstalt schmückt sich in den Pausen mit der Riesenrobbe Antje? Der Norddeutsche Rundfunk. Richtig. Wolf, die ehemalige Kolonie Rhodesien heißt heute wie? Ananas. Welcher Film über die Hitler-Tagebücher mit Götz George und Harald Juntke erhielt 1992 eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film? In Nürnberg. Stonk. Ja. Und in Rüdiger. Wer schuf das geraubte und im März 1997 wieder aufgetauchte Gemälde Ansicht eines Hafens? Caspar David Friedrich. Und Wolf wählt? Den Wolfgang. 1954 ging der Prototyp welcher Passagiermaschine des Herstellers Boeing auf Jungfernflug? In Nürnberg. Die Boeing 707. Und nochmal Wolfgang. Der wievielte Halswirbel trägt den Namen Atlas? In Nürnberg. Hallo, Muscle Davis, Muscle Davis, seit 16 Jahren, 1 und 1. Muscle Davis, Muscle Davis, der neue Leiter für 1 und 1. Kostenlos WLAN, Telefon und Internet, neueste Innovation, 1 und 1. Und wenn bei Ihnen...